meine Lieben, willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Und wir haben letztes Mal, haben wir den Part mit Acer hier abgeschlossen und wollen jetzt den Hugaker weiter erforschen. Ihr seht schon, ich habe hier alles soweit erkundet und gemacht. Jetzt sollen wir uns nachts mit Brock treffen und halt durch meine Erkundungstouren war es natürlich bereits nachts. Und hier steht halt schon, Brock hätte längst zurück sein müssen. Das ist natürlich schon ein tolles Vorzeichen. Ich dachte, wir gehen jetzt mal zur Walküre. Sollen wir uns das nochmal angucken? Und ja, ihr seht schon, ich habe mich mal umgerüstet. Das ist die Jötun-Rüstung. Weil ich mir gedacht habe, die Rüstung, die ich bisher hatte, die ist zwar cool, die hat geile Effekte und alles, ohne Frage. Aber nach diesem DLC ist das Spiel so gut wie vorbei. Und ich habe gedacht, wenn wir hier schon so viele coole Sachen freischalten, dann benutze ich die auch nochmal. Stimmt, verbessern könnte ich ja auch nochmal ein bisschen. Und meine Waffen. Okay, gut, für mehr reicht's nicht. Ah, verdammt, ich habe noch keine Runen vergeben. Na, das ist doof. So, erledigt. Also sie ist ja auch schon auf göttlich hochgestuft und alles. Und ich dachte mir so, warum ausgerechnet die Jötun? Ja, weil die Wolf ist und ich wollte dieses Abenteuer in einer Rüstung von Typ Wolf bestreiten. Und B, ja, komm mal her, Schweinchen. Weil ich mir dachte, komm, Feuer mit Feuer bekämpfen ist langweilig. Aber denke ich mal, ja, okay, Eis ist gegen Feuer ganz schön im Nachteil, aber wir kriegen das trotzdem hin. Außerdem erhöht die Glove ordentlich den Nahkampfschaden, oder was, ich guck gleich nochmal. Irgendwas hat die Nahkampfwiderstand wird zusätzlich erhöht. Widerstand, okay. Ja. Oh Gott. Ich habe jetzt keine Zeit für euch. Oh, hier sind wir schon wieder bei dem Haus von Brami und Loni. Den beiden Verrätern. Die aber halt gemerkt haben, dass das alles ein Nachspiel haben kann. Soll ich versuchen, da hochzufliegen als Rabe? Weil ich glaube, klettern wird jetzt richtig nervig. Ich habe nämlich auch halt, weil jetzt alles erforscht ist, ist natürlich auch habe ich natürlich auch alle Teile der Saga. Und es hieß ja irgendwie, dass ich die hier verbrochen. Nein, nicht Sturzflug, bitte nicht Sturzflug. Schön hoch. Bin ich jetzt blöd? Okay, komm mal hier runter. Jetzt bin ich zu weit oben, okay. Aber offenbar muss ich auf die andere Seite. Oh. Aha. Das sieht doch gut aus. Ups.
Schade, dass da kein Heuhaufen oder so ist. Ich sehe zumindest keinen. Obwohl, komm, Leute, ich krieg ja keinen Fallschaden, weil göttliche Rüstung. Ha, so. Herr Abner, hier drüben. Hallöchen. Du heißt Kara, oder? Du erinnerst dich also. Warum sollte ich meine eigenen Walküre vergessen? Es ist lange her, dass Odin, Sohn des Bur, Vater des Thor, seine Pflichten ernst nahm. Stattdessen sorgt er sich um die Zukunft und versucht, seinem Schicksal zu entkommen. So hört man. Hüte deine Zunge, Mädchen. Ich tue, wie mir geheißen, mein Gebieter. Reden wir mal über deine Pflichten. Trägt dieses Schlachtfeld Früchte? Die Ernte ist enttäuschend. Viele sind gestorben, jedoch ohne Heldenmut. Anders als bei echten Heldengestalten sind ihre Wunden im Rücken statt in der Brust. Was werden sie mir nützen, wenn Ragnarök hereinbricht? Du hast nichts zu fürchten. Ich werde sie auf die letzte Schlacht vorbereiten. Vielleicht kann ich helfen. Wie? Nun, indem meine Kampfkünste ihnen zum Vorbild gereichen. Willst du ihnen deine alten Kriegsgeschichten erzählen? Nicht einmal wir Walküre glauben diese Märchen noch. Dann stecke einen Kampfplatz ab, wo ich, der Herr Asgard, Schutzherr aller wahren Helden, meine größten Momente neu erleben soll. Genau wie sie passiert sind. Das dürfte zumindest unterhaltsam werden. Nun denn, o Höchster, dein Kampfplatz erwartet dich. Was mache ich hier gleich nochmal? Darauf wollte ich raus. Darbieten und gegen alte Feinde kämpfen, um den Einherja zu helfen, sich auf Ragnarök vorzubereiten. Und okay, natürlich auch, um mich zu unterhalten. Eine neue Geschichte erzählen. Lass mich dir eine Geschichte erzählen. Und bestimmt wirst du sie reichlich ausschmücken. Erzähle Kara eine von ihr gewählte und ausgefeilte Geschichte, um eine große Menge von Karas Marken zu erhalten, die von Kara bestimmt waren, kannst du nicht ändern. Nehmen wir erstmal was Leichtes. Oder wir machen mal hier einmal. Ich freue mich darauf. Lausche der Sage meines ersten Treffens mit dem Herrn von Muspelzell. Vergiss den Schweiß der Schlacht! Zu mir! Hier! Verbrieg in unserer Hitze! Er mag den Schmerz haben! Das zeichnet ein Schwarm! Ach so, ich... Na verdammt, die kann ich ja gar nicht. Verdammt ich. Warum ist schon wieder alles runter? Hä? Ich raff es nicht. Du kannst nicht siegen. Auf meinem weiteren Weg sah ich Feuerriesen vor mir lauern. Da überkam mich die Kampfeswut. Mit jedem Schlag nimmt meine Gesundheit ab. Was ist denn das? Oh, ich... Lasst ihr mich vielleicht auch mal laufen? Ginge das? Ja. Warum nicht?
verstehe das hier irgendwie nicht. Ja, ich komme nicht mehr vorbei. Das schaffen wir. Okay, Pfeil und Bogen bringen hier überhaupt nichts. Bald traf ich auf einen von Muspels voll, der vor innerem Feuer glühte. Guten Flug. Ach nö. Oh, jetzt hab ich so einen scheiß Pilz gegessen. Ach so, okay. Funktioniert alles gar nicht. Ich fürchte, ich erwarte ein düsteres Los. Hör auf, ihn anzuvisieren. Ja, toll, ich kann mich nicht mehr heilen. Und irgendwie jeder Schaden, den ich mache, macht mir ja Schaden. Okay, das ist doof, finde ich. Erhabener, hier drüben. Lass mich die. Ach so, eine legendäre Wahl. Nee. Also sorry, Leute, aber das ist. Lebe wo. Das hier macht mir keinen Spaß. Kann mich noch mal in einer ganz leichten Versuch. Oh mein Gott, meine. Lebe wo? Meine Mahlzeiten sind jetzt wahrscheinlich alle. Vielen Dank. Nee, also das sowas macht mir keinen Spaß. Codex. Ich dachte, ich muss denen einfach nur die Geschichten bringen. Ja, okay, ist so. Das über den Hügel und dann ist hier wahrscheinlich Kara. Ich kann zwar keine mythologische Sprechung zu Kara finden, aber als Valkyria wäre sie in der nordischen Mythologie dafür zuständig gewesen, würdige Krieger nach Valhall zu bringen. In Svartalfheim kümmerte sie sich zögerlich um ihre letzte Ernte und suchte Inspiration für diese möchtegern Krieger. Okay. Ah ja. Nee. Wir gehen mal schön unserer Hauptquest nach. Und ich, wo waren das? Moment, irgendwo hier? Hier unten. Glaube ich, war das. Oder? Aber auf jeden Fall war irgendwo so ein kleines Örtchen, wo ich mich halt, wo ich halt rumgeplündert habe. Und da war das so, dass ich einen Brief gefunden habe, der auf jeden Fall mit von Bock unterschrieben war. Und ich habe eine Zwergenleiche gefunden. Ich habe das Gefühl, das hat damit irgendwas zu tun.
Ja, war halt ein Buch des Wissens, das wollte ich haben. Von all unseren Feinden ist Sinmara die Bösartigste. Ich erinnere mich daran, als sie und Zod erbittert Widersacher waren. Sie führten einen Putsch aus und nahmen sich fast seine Krone. Und dann verknüpfte sie ihre Heirat. Ich weiß nicht, welches Abkommen getroffen wurde, aber wir müssen uns stets vor ihren Ränken in Acht nehmen. Odin zu einem jugendlichen Walder. Die quatschen mich alle auf meine Rüstung an. Sie mich gestochen. Der hat sogar das Auge zu, finde ich ja geil. Hals und dann ins Auge. Ein wahrer Meister erduldet solche Kleinigkeiten. Kleinigkeiten? Okay, Brock lebt noch. Wie ein Eichhörnchen. Ein großes. Ein Troll könnte mir die Gliedmaßen ausreißen und doch würden meine Hände die Arbeit allein beenden. Das ist Hingabe. Das ist Leidenschaft. Das ist Pferdescheiße. Meister Brock, ich bin froh, dass du es nach Hause geschafft hast. Und dein Bruder? Konntest du ihn finden? Stimmt. Du hast nie gesagt, wo er steckt. Ich glaube, Sindri ging auf Abenteuerreise. Abenteuer? Nein, ganz und gar nicht. Er sucht einen besonderen Met. Er sagte, er verschmachtet sich danach. Einen Met? Ja, einen besonderen Met. Suttungs besonderen Met? Was hat der Eisarsch damit zu tun? Wir sind hier nicht in Jötunheim, falls du es nicht bemerkt hast. Na, hab ich nicht gemerkt. Es gibt einen Met, den sie unten in der Brauerei herstellen. So süß, dass er... also, er ist einfach scheiß süß, klar? Jedenfalls hatte Sindri da irgendwie Lust drauf. Du ein Horn oder zwei, sagte er. Und weg war er. Das war vor einem halben Monat. Ui. Ich riet ihm davon ab. So viele Riesen unterwegs. Aber er wollte nicht hören. Er immer mit seinem Heißhunger. Wo finde ich diese Brauerei? Östhab, südöstlich von hier. Ja, okay. Da war ich. Dann glaube ich, wir haben schlechte Neuigkeiten. Ich finde ihn. Mal wieder. Und danach werdet ihr es mir vergelten, indem ihr Ivaldi bei einer Aufgabe helft, die ich ihm gestellt habe. Augenblick mal, wir haben nicht... Gut, also abgemacht. Wegen dieser Bremse... Das war Loki. Selbst Thor hätte seinem Stich nicht standgehalten. Asgard hat uns im Stich gelassen. Ja, jetzt sind wir wieder schuld. Die lassen uns nicht im Stich. Ach stimmt, ich habe ja noch einen Zwerg gerettet. Mit dem gehen wir noch mal quatschen. Habe ich dich doch wiedererkannt. Schön, dich zu sehen, Erhabener. Und das ohne Mord und Totschlag. Hier, du hast mich gerettet. Und ich will mich erkenntlich zeigen. Dafür danke ich dir recht herzlich. Rettet uns vor dem Erhaben. Zum halben Preis. Naja, du machst du. Ist mein zweiter. Halt der Klappe, ist mir jetzt alles egal. Ach, okay, meine Mahlzeiten sind voll. Gut. Auf Wiedersehen. So. Raus hier aus der Zuflucht. Ich finde irgendwie gar nicht, dass die so nach Jötun aussieht, aber okay. Jetzt muss ich Sindri lassen. Trotz allem, was geschehen ist, wagt er es noch immer, sich ein Horn von Svartalfheims besten Mann zu geben. Ey, warum macht er das? Ich liebe es, wenn er irgendwelche Sprünge macht, die ich so nicht haben wollte. Ein bisschen Huber sammeln.
In jeder Ecke sind Wölfe, Wildschweine und sonst da was. Nervt schon. Hier sollte ich vorsichtig sein. Ah, der süße Duft von Met. Verdorben vom Gestank der Feuerriesen und Jötner. Hätte ich gewusst, das hätte ich mir gemerkt, dass hier so viele Jötner sind. Hätte ich die Kraft auch eingesetzt. Das Volk nutzt diesen Ort gar nicht. Sie müssen verkommen. Ja, genau da muss ich runter. So. Runter. Nein. Ich spüre das Sinnvolle. Hier hing eine Kette. Den Kerben nach zu urteilen, war etwas Schweres daran befestigt. Ich habe genug Zwerge getragen, um zu wissen, dass sie nicht so leicht sind, wie sie aussehen. Uiuiuiuiui. Das Buch ist viele Tage alt. Eine Spur führt hinein, die andere hinaus. Ja. Dieser Hammer trägt Sindris Zeichen. Und hier ein Beutel mit gerösteten Eicheln. Gerüstet. Ist das Sindris besonderer Met? Wenn ich mir diese Pfützen ansehe, muss er wohl darin gebadet haben. Ist hier oben noch was? Ich glaube nämlich nicht. Ich muss runter. Ja, nimm die Leiter bitte. Ja, dann ist das wahrscheinlich Sindri, der hier liegt. Aber hier ist ja nichts mehr, was ich... Da oben noch. Was haben wir denn hier? So, das ist auf dem Dach. Ach nee, hier. Die Feuerriesen haben hier in der Nähe ein Gefängnis. Jarnshus nennen sie es. Vor einigen Tagen. Das ist doch nicht Sindri. Gefangen, während er draußen herumschlich. Er wurde zum Verhör hierher geschleppt. Sie nahm dann lebt er vielleicht auch noch. Ab. Sogar seine gerösteten Eicheln, eine der vielen Zwergenspeisen, die ich nie verstehen werde. Sie versuchten, seine Zunge mit gerade dem süßen Met zu lockern, auf den er aus war. Sie ertränkten ihn fast darin. Doch die Zuflucht wurde nicht überfallen. Also muss Sindri sich unbeugsam geweigert haben, den Standort preiszugeben. Stattdessen wurde er fortgeschafft. Blutend, besoffen, aber am Leben. Wahrscheinlich, immerhin, um ihn noch mehr zu foltern. In einem behelfsmäßigen Gefängnis namens Jarnshus. Dorthin sollte ich als nächstes. Oh Gott, nein. Da kommt man durch ein Weltenereignis hin. War richtig knifflig, da alles abzugrasen. Oder war das das überhaupt? Da war das hier auf der Insel.
War noch irgendwie... Nee, die Insel war es nicht. Hier war das, hier war das. Okay, gut. Da war ich auch schon drin, aber das war nicht das, woran ich jetzt denke. Jetzt machst du plötzlich den Sprung. Vielen Dank. So. Reittier, Schweinchen. Okay, da geht's dann links rum. Sonst wäre ich jetzt querfeldein, wenn das noch weiter geradeaus gegangen wäre. Okay. Stehen bleiben. Na toll, rein in die Grube. So etwas würde ich selbst Loki nicht wünschen, trotz all seiner Verbrechen. Vermutlich wurde Sindri vor 4 Tagen hierher gebracht. Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Die meisten der Toten wurden über dem Feuer geröstet. Aber die Leiche dort drüben. Ich hoffe, es ist nicht der, den ich denke. Ich kenne dieses Mal. Wer das auch war, ihm wurde sein Huger gewaltsam entrissen. Ich spüre, dass der Huger-Kehr diesmal zufrieden war. War dies Karl das erste Opfer? Und dieses Kleinod? Das Siegel? Sindri? Tollkühner Nah? All das für ein bisschen Met. Nun denn, es ist geschehen. Ich muss die Leiche zu Brock bringen. Ich habe gesagt, vielleicht lebt er noch. Ich habe nicht gesagt, er lebt definitiv noch. Lasst mich doch in Ruhe, Mensch. Der Zufall führte zu Sindris Gefangennahme. Aber wie er starb, das war kein Zufall. Als der Feind erkannte, welche Beute er da in den Klauen hielt. Dankeschön, Spiel. Jetzt kann ich ihn nicht mehr tragen. Och, ihr wollt mich doch verarschen. Doch, jetzt. Kann ich ihn nicht auf das Schwein legen? Funktioniert das nicht? Doch, jetzt. Ich dachte schon, es funktioniert nicht, weil es halt kein Pferd ist. Aber das wäre ziemlich blöd. Gott, das sieht aus. Der fällt doch jeden Moment runter. Lasst mich in Ruhe. Ich habe keine Zeit für euch. Ich muss wieder mal eine Todesnachricht überbringen. Jetzt habe ich die Zwerge halt ignoriert, weil ich... Nicht, weil ich hatte jetzt keinen Bock auf den Kampf. Mit der Leiche auf dem Rücken. Lasst mich in Ruhe. Nimm ihn mit.
Komm. Nein. Oh, stehen bleiben. Hugier der Zwerge, selbst eines solchen wie Sindri, haben weniger Macht. Doch es muss einen Grund haben, dass Kaldar den Hugakir mit den Geistern so vieler verschiedener Völker sättigt. Feuer- und Eisriesen, ein Zwerg und wer weiß was noch. Ist das Sinn? Bitte lass das nicht unseren verschollenen Meister sein. Wen bringst du da? Nein, das darf nicht sein. Meister Brock, ich teile deine Trauer, glaube mir. Dein Bruder war der würdigste unter den Zwergen. Mehr als du es ahnst. Oh, Sindri! Nein! Nein! Mein lieber Sindri! Heißt das, sein Geist steckt auch in dem Hugakir? Ich muss die Gelegenheit nutzen, um Brock auf meine Seite zu ziehen. Und lass ihn doch mal ein bisschen trauern.